Hi Leute, hier ist wieder euer Jo vom Kanal Erntglück und in letzter Zeit sehe ich immer wieder Videos, wo Leute sich Heizmatten kaufen, elektrische Heizmatten zur Pflanzenvoranzucht, die natürlich dann elektrischen Strom verbrauchen, Geld kosten, hergestellt werden müssen, die Umwelt belasten und das Geld und den Umweltschaden könnt ihr ganz einfach vermeiden. Das ist völlig überflüssig und ich zeige euch jetzt warum. Hier seht ihr meine kleine verstellbare Heizplatte ohne Strom. Hier, das hier ist eine ganz normale Pflanzschale. Die gibt es natürlich in allen möglichen Größen. Da kommen die Töpfe rein. Und die wird unten warm. Das ist eine ganz normale Plastikschale. Die wird komplett warm. Und ist auch flexibel einstellbar. Also die Temperatur hier kann ich regeln. Ohne elektrischen Strom. Denn ich habe mir eine kleine Hilfskonstruktion ausgedacht. Und zwar dieses einfache kleine Holzgestell. Das sind drei Dachlatten. Ganz simple Sache. Und die hier, die vorne dran ist, die die beiden äußeren verbindet. Hier sind einfach Schrauben drin. Man kann auch Nägel nehmen. Oder wenn man ein Schreiner-Freak ist, dann kann man das auch dübeln und leimen. Ich habe einfach Schrauben verwendet. Man nimmt also drei passende Holzleisten oder Bretter. Und die hier ist schräg. Also das muss nicht unbedingt sein, aber das erhöht den Effekt. Und warme Luft steigt ja bekanntlich nach oben. Ne? Physik, ganz einfache Physik. Und die Luft steigt hier also nach oben. Unter diese Holzleisten, die Dachlatten, steigt hier rauf. Die Warmluft geht direkt unter die Platte. Also ich setze den Kasten hier nicht aufs Fensterbrett auf, dann bleibt er ja kalt. Dieser Hohlraum hier ist dann komplett mit Warmluft gefüllt und das Ganze ist verstellbar. Also ich kann die Heizleistung dadurch regeln, dass ich den Spalt hier weitermache oder enger. Ja, und das ist dann der ganze Trick. Die Luft steigt hier rauf, die Platte wird schön warm, die Pflanzen keimen schneller, man hat eine höhere Keimrate. Ja, das ist die ganze Sache. Ganz simpel gelöst, ohne jeglichen Strom. Da es ja im Januar, Februar, März immer noch kalt ist, läuft auch die Heizung die meiste Zeit. Und die Pflanzen keimen erstaunlich schnell durch diese Methode mit drei einfachen Holzteilen. Ohne jegliche Zusatzkosten, ohne die Umwelt zu belasten und ohne irgendwas kaufen zu müssen, abchecken und den ganzen Kram. Kann man sich alles sparen. Bastelt euch so ein Ding. Wer ein schmaleres Fensterbrett hat, hat auch eine schmalere Anzuchtschale. Also macht man die Latten halt einfach kürzer. Ne? Man muss es natürlich an die Gegebenheiten anpassen, aber das sollte ja kein, ja, das ist ja nicht die der Bau des Eiffelturms. Ne? Das kriegt jeder hin. So, und das war's wieder mit diesem kleinen Strom- und Geldspartipp. Ich sag tschüss, bis bald mal. Ciao.